So, Vatertag und wir haben unseren Muskelkater von der 25,3 Kilometer Tour am letzten Wochenende überstanden. Wir wollen jetzt heute doch nochmal eine kleine Tour hier im Wurmtal machen. So, hier ist relativ viel los. Viele Leute gehen mit ihren Hundengassi, Sprachfehler. Und ja. Wie gesagt, sind hier im Wurmtal, werden so 13,5 Kilometer, also nur so eine gemütliche Runde. Wollen nachher auch noch mit unseren Töchtern was Kuchen essen und deshalb heute nicht so lang. Wir sind ja hier in der Nähe von Aachen. Aachen liegt da quasi rechts hinter der Scheune, hinter dem Schuppen. Da unten sieht man die A4, die hier nach Holland geht. Und ja, ein bisschen Fernsicht mal von hier. Schöne Weide mit vielen Pusteblumen. Und wir gehen hier den Pfad weiter. Scheint ein sehr schöner, sehr natürlicher Weg zu sein. Hört ihr die Frösche quaken? Fällt mir ein, wir haben natürlich unsere Schuhe, nachdem wir da hinten in diesem Gebiet an der Wupper waren, wo Salamanderpest ist, desinfiziert, weil wir wollen es ja nicht irgendwo anders einschleppen. Ich hoffe, das hat geklappt. Und ja, ich glaube, das ist jetzt hier schon die Wurm. Wir laufen mal weiter. Und jetzt eine Brücke. Zwölf Tonnen, na so schwer sind wir nicht. Ha, schön. Hier kommt auch ein bisschen Fels raus. Insektenhotel, genau. Und hier ein herrlicher Blick runter ins Wurmtal. Ja, zieht sich so langsam ein bisschen zu, aber ist ja egal, dann ist es nicht so heiß. Hauptsache, es regnet nicht. Da unten fließt die Wurm. Kommen wir gleich noch mal ein bisschen näher wieder dran. Und hier chillen ein paar Kühe. Da hinten ist ein Reh. Dieses Mal sehen wir es beide. Ha. Ja, nur die Kinder schreien jetzt so. Hoffentlich haut es nicht ab. Naja, sehr schön hier. Wenn ihr mal in der Gegend von Aachen seid, hier das Wurmtal lohnt sich wirklich zum Wandern. Heidi versucht noch ein Foto zu machen. Video, ah, okay, gut. Unter uns die ganze Zeit die Würmer am Fließen. Ich habe eigentlich gedacht, es wäre ein kleineres Bächlein, aber es ist ja schon ein Flüsschen, würde ich es fast nennen wollen. Weil, keine Ahnung, ob es da wirklich Unterschiede gibt, wann man was wie nennt. Mir ist es nicht so ganz klar. Gucken, was kommt da vorne? Sieht aus. Ja, doch, ein Pferdehof.
vor uns ist eine Kalkhalde am Teuterhof. Das war da in der Nähe von diesem Pferdehof, an dem wir eben vorbeigekommen sind. Und ja, anscheinend ist hier Kalk verklappt worden, den man dann irgendwie nicht mehr brauchte. Keine Ahnung, wo sowas als Abfallprodukt anfällt. Liegen auch so Kalkeier rum, wobei da drüben die zwei gerade von Kindern unter Beschlag genommen sind, was ich gut verstehen kann. Deshalb kann ich es aber schlecht filmen. Aber ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass sie natürlich entstanden sind, sondern irgendwer hat die wahrscheinlich machen lassen. Muss ich mal gucken, ob ich im Internet noch was dazu finde. Sieht auf jeden Fall witzig aus. So, da lagen gerade noch mehr, waren auch wieder von Kindern unter Beschlag. Und hier liegen noch zwei. Da unten ist auch noch ein Ei. Also es kann eigentlich nicht Natur sein, sondern da ist auch noch eins. Und weitere Eier. Folge dem Weg 350 Meter. Hat das Gefühl, wir hätten ein paar Dinos was verloren. Aber das, was wir da eben gefüllt haben, das war eine ehemalige Abraumhalde von der Kohlengrube, die bis 1969 benutzt wurde. Und ja, dann hat sich hier diese doch recht nette Fauna entwickelt. Und dann hat man wahrscheinlich noch für die Kinder ein paar Eier hingelegt, dass die auch noch Spaß haben. Das ist eigentlich der perfekte Osterspaziergang. Ja, es ist halt nur keine Kinderüberraschung drin. Das Stollenmundloch, wie das da auf dem Schild eben erklärt war dazu. Okay. Über einen langen Hals. Gerade waren ja die Frösche am Quaken wie bekloppt, aber anscheinend spüren die, dass wir jetzt da sind und sind jetzt ruhig. Eben war da voll die Fete. Naja. Mittagspause, ja. Alles fallen gelassen und erstmal essen. Eine alte Burg. Vorne müsste stehen, wie sie heißt. Ich habe mir vorher nicht angeguckt. Mal halt sehen. Burg Wilhelmstein. Ja, ich gehe direkt wieder raus. Ich filme noch mal rein. Schöner Innenhof. Und weiter geht's. Vor uns ein schönes gelbes Rapsfeld. Das sticht natürlich jetzt bei dem so leicht dunklen Himmel richtig hervor. Und hier Bienenstöcke. Hier wird Rapshonig
gemacht. Mal gucken. Ein bisschen das Gewimmel der Bienen einfangen. Ah, sieht toll aus. Wenn ich ehrlich bin, habe ich Rapshonig noch nie probiert. Ich kenne so Akazienhonig oder sowas, aber Rapshonig nicht. Die Regentropfen plätschern. Ja, im Wetter haben wir im Großen und Ganzen Glück. Es tröpfelt, aber ist jetzt nicht dramatisch. Und es ist warm genug und auf dem Shirt trocknet das dann wieder. So, wir haben es fast geschafft, irgendwie noch so einen halben Kilometer, aber hier geht es nochmal kräftig rauf und mal wieder hat es ein paar Bäume umgehauen und scheinbar ist es noch gar nicht so lange her, weil zumindest haben die noch ausgetrieben. Entweder haben sie das auch im Liegen getan oder sie sind erst vor kurzem umgefallen. Ja, bei irgendeinem Sturm, wann auch immer, hat es das zerlegt. So, gleich haben wir es geschafft. So, fertig. Geht raus, so wie wir. 13,4 Kilometer, 250 Meter rauf und runter. Ja, geschafft. Dann ciao, ciao. Bis bald.